Wir wollen ab jetzt keine Plastikflaschen mehr kaufen. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Die Filterkartusche hier auf. Nie auf Anhieb dicht, ihr das lösen würdet oder ob ihr der Meinung seid, dass das gefährlich werden könnte. Die alte Pumpe gegen die neue Pumpe. Mal konkret einen Unterschied sehen kann. Hallihallo Freunde. Im Titel habt ihr es wahrscheinlich eh schon gesehen. Es geht heute um dieses Paket, zusätzlich noch um dieses. Was genau da drin ist, erkläre ich euch gleich. Warum sind wir überhaupt dazu gekommen und warum machen wir das Ganze? Und zwar ist es so, dass unser ganzes Wasserrohrsystem und auch der Wassertank ist noch Altbestand. Das heißt, wir haben natürlich immer noch das alte System da drin. Wir wissen nicht ganz genau, was damit jemals gemacht wurde, wie es gesäubert wurde, ob es überhaupt mal gesäubert wurde. Und aus dem Grund haben wir unser Wasser aus dem Tank nie getrunken. Das heißt, wir haben uns immer in der Regel Plastikflaschen gekauft, Sixer gekauft, dass wir halt Wasser hatten, womit wir gekocht haben, wie auch getrunken haben. Und jetzt ist es aber so, dass wir seit einiger Zeit hier in Griechenland im Lockdown stecken und wir haben einige Nachbarn und natürlich auch schon viele Erfahrungen mitbekommen, was Filter angeht. Das heißt, wir haben uns jetzt ein bisschen hingesetzt, haben uns mal ein bisschen informiert, haben dann die Firma Alpfilter angeschrieben, was wir brauchen bzw. was die uns anbieten können, was wir benutzen müssen, damit wir einigermaßen gutes Wasser haben. Und wie ihr schon am Anfang gehört habt, wollten wir gerne ein System haben, was direkt vor unserem Wasserhahn ist. Einfach aus dem Grund, weil diese Leitung und der Tank eben alt sind. So, jetzt gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich verlinke euch die Seite einfach mal. Da könnt ihr euch wirklich wunderbar belesen oder auch der Support war wunderbar schnell. Ich habe die über Instagram angeschrieben und habe gesagt, pass auf, wir sind hier und hier und wir brauchen das und das, beziehungsweise was würdet ihr uns empfehlen? Jetzt ist es so, es gibt zwei verschiedene Filtersysteme, so ganz grob zumindest bei denen. Einmal ist es der Nanofilter und einmal der Aktivkohlefilter. Jetzt gibt es ein System von Alpfilter, dass ihr diese beiden auch quasi kombinieren könnt. So, jetzt ist es dazu gekommen, wir haben die angeschrieben, haben gefragt, was das Beste für uns wäre. Und dann ist Alpfilter auf uns zugekommen und hat gesagt, pass auf, wir haben gesehen, ihr macht so ein bisschen Social Media. Wenn ihr ein schönes Video macht, dann würden wir euch einfach so ein Fusion Kit zuschicken. Das sind jetzt tatsächlich beide Filter direkt hintereinander. Das zeige ich euch nachher alles im Einbau nochmal ganz genau. Das Ganze ist quasi so mit das Optimalste, was man eben nehmen kann. Abgesehen davon, dass ihr theoretisch auch schon von außen filtern könnt, wenn ihr auffüllt. Das Ganze, haben wir gesagt, bringt bei uns einfach nichts, weil wir eben, wie gesagt, das alte System noch drin haben und wir wollen gerne nur vor dem Wasserhahn filtern. So, das heißt, wir haben jetzt hier in dem Paket den Fusion-Filter von Alpfilter. Ich möchte euch nochmal ganz kurz zeigen, wie das Ganze aussieht, wie das aufgebaut wird. Und ja, was haben wir hier noch als zweites Paket? Es ist so, ihr braucht in eurem Drucksystem, also wenn ihr eine Druckwasserpumpe benutzt, braucht ihr einen gewissen Druck, um das Wasser durch diesen Filter durchzufördern. Das war auch noch so ein Punkt bei uns. Unsere Pumpe hat nur 1,4, 1,5 bar Druck. Das reicht einfach nicht aus, um durch den Filter durchzukommen, beziehungsweise durch die zwei Filter, die wir ja jetzt verbauen. Wenn ihr nur einen Filter verbaut, ich glaube der Nanofilter, dann könnt ihr mit 1,6 bis 1,8 bar arbeiten. So wurde es uns zumindest mitgeteilt. Und wir haben jetzt aber einfach so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben dieses Fusion Kit bekommen. Dafür braucht ihr schon so 3 bar Druck. Dann haben wir uns tatsächlich einfach noch eine zusätzliche Pumpe gekauft. Wir haben auch gleich die Pumpe genommen, die uns empfohlen wurde. Die verlinke ich euch einfach auch mal unten in der Videobeschreibung. Die ist von Amazon. Kostet tatsächlich nicht die Welt. Zumindest gibt es wesentlich teurere Modelle. Und die kann jetzt 3,1 bar produzieren. Werden wir dann im Laufe des Videos auch sehen, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Das Ganze habe ich noch nicht eingebaut, also kann ich es noch nicht wissen. Wir schauen uns dann auch gleich nochmal einen Vergleich an. Und zwar ist es so, dass in den letzten Tagen war das Wasser eigentlich relativ gut hier. Allerdings haben wir festgestellt, dass das Wasser immer schlechter wurde in den letzten Tagen. Das zeige ich euch gleich einfach auch nochmal, wie das Wasser aussieht, beziehungsweise blende ich euch jetzt einfach hier mal ein. Und wir schauen uns dann einfach das Ergebnis mal an, wie das Ganze aus dem Filter, also nach dem Alpfilter aussieht. Also wünsche ich euch einfach viel Spaß dabei. Und wir schauen mal, dass es auch das bringt, was wir wollen. Denn wir wollen ab jetzt keine Plastikflaschen mehr kaufen, beziehungsweise keine zusätzlichen Wasserflaschen mehr kaufen. Einmal erspart es uns tierisch viel Gewicht, tierisch viel Plastikmüll wird natürlich, beziehungsweise allgemein Müll wird gespart.
Und wir haben das Gute, wir können direkt aus dem Wasserhahn zapfen und das Wasser genießen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze eingebaut wird. So schaut das ganze System jetzt quasi erstmal aus. Das ist jetzt wie gesagt das Fusion-System, das heißt ihr habt zwei Filter und hier in dem Karton findet ihr dann quasi die Filterkartusche bzw. wo die Filter dann nachher eingelegt werden. Und das wollte ich euch jetzt ganz kurz nochmal zeigen. So schaut das Ganze aus. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Verpackung, ich habe schon die Bedienungsanleitung hier mal rausgenommen, wirkt auch alles sehr hochwertig, damit ich euch gleich noch mal ganz kurz zeigen kann, wie das Ganze überhaupt zusammengebaut wird. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen einzelnen Filter nehmt, also das heißt nur den Nanofilter oder auch nur den Aktivkohlefilter, dann bekommt ihr quasi nur eine Kartusche und könnt somit einfach nur den einen Filter benutzen. Jetzt kann man hier auf der Bedienungsanleitung ziemlich gut erkennen, wo welcher Filter hinkommt, denn das ist wichtig, welche Reihenfolge das Wasser nimmt. Ihr könnt hier auf den Kartuschen sehen oder auf diesen Einlegekartuschen sehen, hier steht innen drauf und quasi hier fließt das Wasser dann in diese Richtung und so müssen dann auch dementsprechend die Filter hier eingesetzt werden. Als allererstes nehmen wir uns den Aktivkohlefilter, der befindet sich hier in der Pappschatulle. Könnt ihr so rausnehmen, ist nochmal extra eingepackt. Ihr schraubt quasi die Filterkartusche hier auf und könnt somit den Aktivkohlefilter jetzt in die Kartusche einpressen. Das Ganze geht wohl etwas schwieriger, weil das mit Dichtung versehen ist. Das Ganze auch natürlich dicht ist. Ihr schraubt die Filterkartusche wieder drauf, beziehungsweise die Abdeckung wieder drauf. Schraubt die nächste Kartusche auf und nehmt euch den Nanofilter, solange ihr dieses Fusion Kit habt. Dann findet ihr auf der anderen Seite der Bedienungsanleitung quasi hier auch die Beschreibung. Hier gehört der Filter genau in diese Richtung eingesteckt. Auch das ist etwas schwierig, weil natürlich die Dichtungen wieder da sind. Habt ihr so wie wir noch das Anschlusskit dazu, dann bekommt ihr noch einen Schlauch und quasi nochmal Anschlüsse für die Filter. Und zwar könnt ihr die vorne und hinten draufschrauben und könnt dann somit entweder direkt euren Schlauch verbinden oder den mitgelieferten Schlauch. Falls ihr das Ganze nicht habt, könnt ihr sicherlich irgendeine Alternative im Baumarkt finden und könnt das somit dann in eurem System verbauen. Das Ganze solltet ihr vielleicht so verbauen, dass ihr da auch wieder rankommt, weil diese Filterkartuschen müssen natürlich auch irgendwann mal ausgetauscht werden. Wenn ich das richtig gelesen habe, war das ein Intervall von 4 Monaten bei dem Aktivkohlefilter, bei dem Nanofilter bin ich mir nicht ganz sicher. Allerdings alles auch super gut beschrieben auf der Alpfilter-Seite. Also da findet ihr eigentlich soweit alle Informationen, die ihr dazu braucht. Jetzt bauen wir das Ganze bei uns mal ein. Vom Einbau habe ich natürlich jetzt gerade mal nichts gezeigt, weil prinzipiell ist es auch kein Hexenwerk. Aber wie ihr das mit dem Wasserspiel kennt, man kriegt es nie auf Anhieb dicht. Also hier war es jetzt auch so. Deswegen liegen hier jetzt auch so das Handtuch und die Elektronik von der Heizung habe ich einfach mal in eine Tüte eingepackt. Nicht, dass ihr euch da wundert. Jetzt zeige ich euch das Ergebnis einfach nochmal, wie das Ganze jetzt aussieht. So, jetzt könnt ihr ganz gut erkennen, der Alpfilter sitzt jetzt hier zwischen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir in die Kaltwasserleitung gehen. Wir haben ja einmal die Warmwasserleitung und die Kaltwasserleitung. Wir gehen jetzt in die Kaltwasserleitung rein hier mit dem Alpfilter, so dass wir immer, wenn wir Kaltwasser zapfen, zapfen wir gefiltertes Wasser. So haben wir sogar die Möglichkeit, noch ungefiltertes Wasser zu nutzen. Und zwar zum Beispiel zum Abwaschen oder ähnliches. Und so schonen wir dann einfach auch die Filterkartuschen so ein bisschen. Befestigen werde ich den Filter auch nochmal vernünftig. Jetzt ist er nur sporadisch mit Kabelbindern festgebunden. Wir sind jetzt gerade in Griechenland im Lockdown, deswegen können wir gerade gar nicht zum Baumarkt oder ähnliches. Aber jetzt ist das Teil zumindest schon mal verbaut. Wir stehen jetzt eh nur und so können wir auf jeden Fall sicher gehen, dass wir jetzt endlich dieses Wasser aus dem Tank auch trinken können. Wir werden das Ganze nochmal ein bisschen testen und dann werden wir unsere Erfahrungen nochmal mitteilen, ob das Ganze jetzt anders schmeckt oder ob es anders aussieht, weil wir haben ja jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit, dadurch, dass wir jetzt Warm- und Kaltwasser getrennt haben und Warmwasser eben nicht gefiltert ist, haben wir die Möglichkeit, euch zu zeigen oder zu sagen,
wie das warme Wasser aussieht bzw. schmeckt und auch wiederum das kalte und gefilterte Wasser schmeckt. Wichtig zu sagen ist, wir haben jetzt noch die alte Pumpe mit 1,4 oder 1,5 Bar verbaut. Einfach aus dem Grund, weil wir mal schauen wollen, wie gut das funktioniert mit dem Filter. Und um euch das jetzt einfach nochmal zu präsentieren. Jetzt haben wir auf Warmwasser geschaltet. Das heißt, das Wasser ist nicht gefiltert. Da sieht das Ganze dementsprechend so aus. Und wenn ich jetzt direkt umschalte auf das gefilterte Wasser, wird es dementsprechend weniger. Definitiv, man sieht es auch. Aber prinzipiell müssen wir das Wasser nur benutzen, wenn wir kochen oder zum Beispiel jetzt einfach Wasser trinken wollen. Und vielleicht kommen wir damit sogar klar. Wie gesagt, wir haben ja die andere Pumpe noch. Wenn wir damit nicht zurechtkommen, dann werden wir auf jeden Fall die Pumpe auch noch switchen. Zudem habe ich noch ein paar Kritikpunkte gelesen. Und zwar, wenn es so um Wasserfilterung und so weiter ging, war mal die Sprache, dass eben halt das Wasser nach dem Filter, also heißt im Wasserhahn und auch die Leitung, die nach dem Filter eben dementsprechend ist, wenn das Wasser da drin steht, dass da ja auch noch Bakterien entstehen können und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach oder meine Argumentation ist einfach so, dass wir das täglich benutzen. Also wir leben ja wirklich in dem Auto und dadurch, dass wir das täglich nutzen, ist das so sehr in Bewegung, dass das hoffentlich bei uns nicht der Fall sein sollte. Ich habe jetzt auch mit jemandem schon gesprochen, der schon mehrere Wochen quasi diese Filterung benutzt und da auch keine Probleme verspürt hat. Und von daher gehen wir einfach mal stark davon aus, dass das kein Problem werden sollte. Falls ihr natürlich irgendwie euer Fahrzeug nur als Urlaubsfahrzeug nutzt oder das mal 4 Monate stehen lasst, würde ich als Nicht-Experte einfach mal empfehlen, das ganze System nochmal richtig schön durchzuspülen. Es gibt ja auch verschiedenste Möglichkeiten, das zu reinigen. Aber wie gesagt, wenn ihr das jeden Tag benutzt, sehe ich da kein Problem drin, dass da sich irgendwas bilden sollte. Alle Experten gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das lösen würdet oder ob ihr der Meinung seid, dass das gefährlich werden könnte, weil dann müssten wir natürlich dementsprechend auch noch was tun. Zum Abschluss des Videos möchte ich noch ganz kurz unsere Erfahrung mitteilen. Natürlich nur ganz geringe Erfahrung, aber da kommen wir gleich zu. Als nächstes wollte ich noch mal mitteilen, dass wir doch die Seaflow-Pumpe mit 3,1 Bar angebaut haben bzw. verbaut haben. Einfach um das Ganze einmal zu testen, um euch das auch einmal zu zeigen, den Unterschied zwischen so einer kleinen Druckpumpe mit 1,5 bzw. 1,6 Bar und eben halt der Seaflow-Pumpe, die uns empfohlen wurde. Und zwar blende ich euch jetzt einfach mal den Vergleich ein mit dem Filter und zwar die alte Pumpe gegen die neue Pumpe. Ich kann euch ganz offen und ehrlich sagen, falls ihr eine kleinere Pumpe verbaut habt, lasst das Ganze einfach so, zumindest wenn ihr geduldige Menschen seid, dann ist das überhaupt kein Problem. Klar, so eine 1,5 Liter Flasche füllt sich dann nicht innerhalb von 2 Sekunden oder so, aber es ist überhaupt kein Problem, das so zu nutzen mit dieser kleineren Pumpe. Mit der größeren Pumpe kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass der Durchfluss natürlich um einiges besser ist und wir lassen sie jetzt auch definitiv drin, weil allgemein auch das Duschen und auch das Abwaschen und so weiter und so fort ist einfach viel, viel geiler, das Gefühl. Dazu noch ein kleiner Tipp, falls ihr eine stärkere Pumpe einbaut, kontrolliert nochmal alle Schlauchverbindungen, die in eurem System vorhanden sind, weil, naja, der Druck erhöht sich, das heißt, euer Schlauchsystem muss mehr abkönnen. Bei uns waren 1, 2 Stellen tatsächlich undicht. Da hat einfach nur geholfen, die Schellen nachzuziehen und dann war alles top. Jetzt kommen wir zu den Erfahrungen, die wir gesammelt haben seither. Ich möchte dazu ganz, ganz klar ausdrücken, so viel Erfahrung ist noch nicht geschehen. Allerdings möchten wir später, wenn wir das Ganze vielleicht ein halbes Jahr oder so benutzt haben, nochmal ein Erfahrungsvideo dazu machen. Jetzt momentan war der Alpfilter 5 Wochen verbaut. Wir konnten leider keine verschiedenen Wasserquellen testen, weil wir gerade momentan im Lockdown sitzen in Griechenland. Allerdings haben wir es folgendermaßen gemacht. Ihr seht hier schon die 2 Gläser, die ich die ganze Zeit in der Hand habe. Wir haben immer mal wieder Wasserproben genommen, wenn wir Wasser aufgefüllt haben, haben uns angeschaut, wie schlecht das Wasser quasi ist, was wir eingefüllt haben, und haben das Wasser, was quasi am schlechtesten war, mal aufgenommen und das Wasser gefiltert, so dass man wirklich mal konkret einen Unterschied sehen kann. Denn, ich muss auch ganz offen und ehrlich dazu sagen, viele hier, die nutzen das Wasser auch einfach so als Trinkwasser. Das kannst du nicht für das Video nehmen. Ja. Oh mein Gott, sie treibt uns zur Weißglut.
Viele, die das Wasser hier aufgefüllt haben, haben das auch getrunken und auch natürlich zum Kochen benutzt. Beim Kochen kocht man es ja sowieso ab. Allerdings muss man ganz klar sagen, es ist definitiv ein Unterschied zu sehen. Ich blende euch das hier jetzt ganz kurz nochmal ein. Auf dem Video vielleicht nicht so gut zu erkennen, aber wir können definitiv sagen, das gefilterte Wasser ist wesentlich klarer. Es schmeckt wesentlich besser, wahrscheinlich durch diesen Aktivkohlefilter. Ich bin da kein Experte. Allerdings kann ich nur aus der praktischen Erfahrung reden. Und wir trinken seit 5 Wochen jetzt tatsächlich das Wasser nur noch aus dem Tank. Wir kaufen keine Wasserflaschen mehr dazu. Und uns geht's wunderbar. Wir haben keine Probleme, keine Magenprobleme oder ähnliches. Nur die Nala, die hat ein paar Probleme. Aufmerksamkeitsprobleme. Und damit möchte ich einfach sagen, dass wir nach diesen 5 Wochen Erfahrung zumindest sehr zufrieden sind. Wie gesagt, nach längerer Zeit, wenn der Filter mal richtig benutzt wurde, vielleicht nach einem halben Jahr, wollen wir diesen Test gerne nochmal machen, um euch einfach auch nochmal zu zeigen, nach längerer Erfahrung, wie das Ganze dann noch funktioniert. Und ich hoffe, ihr habt aus dem Video jetzt einiges mitgenommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und falls ihr bei Alpfilter bestellen wollt, ich habe leider keinen Rabattcode von den Jungs und Mädels bekommen. Aber einige meiner Kollegen, die haben Rabattcodes. Ich versuche da mal ein, zwei zu finden. Die verlinke ich euch dann einfach unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, da könnt ihr dann 10% bekommen oder so. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns einfach im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!